diese Einladung. Allein schon, also ich bin jetzt nur am heutigen Tage hier, aber allein aus den vielen Vorgesprächen lerne ich auch sehr viel, weil dieses Themenfeld für uns als Ministerium auch relativ neu ist und viele Erfahrungen natürlich schon in die innovative Hochschule eingeflossen sind, aber diese Fördermaßnahme ist als lernende Maßnahme konzipiert, das heißt, auch für das Ministerium ist es ein Stück weit Neuland und aus den Projekten, die eingereicht werden und später gefördert werden, werden wir auch, denke ich, im Haus den Innovationsbegriff weiterentwickeln. Die innovative Hochschule ist natürlich dennoch nicht im luftleeren Raum entstanden und es gibt diverse Beratungsgremien der Bundesregierung. Eins davon ist hier mal gezeigt, ist die Expertenkommission Forschung und Innovation, die uns berät in Themen im Bereich Forschung und Innovation. Und das ist jetzt mal ein Zitat aus dem Jahr 2013. Ich lese mal vor, der Wissens- und Erkenntnistransfer der Forschungsbeiträge der Wissenschaft für die Wirtschaft erschließt und gleichzeitig Impulse für die Ausrichtung der Wissenschaft liefert, muss gestärkt werden. Das Thema findet in deutschen Hochschulleitungen zu wenig Interesse und Unterstützung. Hier ist ein Kulturwandel erforderlich, um die Elfenbeinturm-Mentalität an einigen Hochschulen zu überwinden. Ich lasse das mal so unkommentiert gehen, aber das ist ein Zitat aus dem Jahr 2013. Ich denke, heute sind wir da schon ein Stück weit weiter. Das ist ja ein Zitat eines Professors für Regional Development an der Universität Newcastle, also jemand aus dem angelsächsischen Raum, wo vielleicht die Definition und das Selbstverständnis der Hochschule noch ein Stück weit etwas anders sind. Ich finde dieses Zitat trotzdem recht spannend. However, new thinking on regional development away from a narrow focus on economic growth, competitiveness and innovation towards a more multifaceted approach, holistic, progressive and sustainable, is a potential driver to reconnect the university with its city and its development. Und ein drittes Zitat ist ganz aktuell vom Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Herr Professor Prenzel. Es ist an der Zeit, Transfer als gleichwertige Kernaufgabe wissenschaftlicher Einrichtungen ernst zu nehmen und als wissenschaftliche Leistung anzuerkennen. Dies Zitat wurde getätigt im Rahmen einer Pressemitteilung bei der Veröffentlichung des Positionspapiers zur Transfer als institutionelle oder als Bestandteil institutioneller Strategien, das der Wissenschaftsrat vor kurzem veröffentlicht hat, wo auch der Wissenschaftsrat mittlerweile versucht, diesen Transferbegriff, der ja ursprünglich aus dem Technologietransfer herkommt und insbesondere technologische, kommerziell verwertbare Innovationen adressiert, aufzuweiten. Der Professor John Goddard hat mir dankenswerterweise zwei Folien zur Verfügung gestellt, die ich Ihnen ja auch mal zeigen möchte, die vielleicht ganz gut diesen Wandel der Hochschulen, die er im Kopf hat, aufzeigen und zusammenfassen. Also wir haben hier das Bild einer traditionellen Forschungsuniversität aus dem angelsächsischen Raum, aber ich denke, das passt auch ganz gut auf deutsche Universitäten bzw. Hochschulen. Wir haben auf der einen Seite die Lehre, auf der anderen Seite die Forschung, auch das Humboldtsche Ideal aus Kombination und Rückkopplung zwischen Forschung und Lehre ist da gar nicht mehr so gegeben. Und wir haben hier unten den Bereich Third Mission Activities an der Peripherie abgegrenzt von den beiden anderen Leistungsdimensionen und mit einer relativ harten Grenze zwischen dem Kern, also das, was die Universität, die Forschungsuniversität als Kernaufgabe für sich identifiziert, und der Peripherie, was dann eher diese weicheren gesellschaftlichen Themen sind. Und seine Vision ist diese Civic oder Engaged University, und da steckt ja schon der Begriff Engagement, engagierte Hochschule mit drin, dass wir letzten Endes nur noch eine ganz weiche Grenze haben zwischen der Universität und der Gesellschaft und dass natürlich Lehre, Forschung und er nennt es hier Engagement, dass das dort, wo es immer sinnvoll ist, ineinander fließen. Und ganz wichtig ist natürlich auch diese Mitte, also was
sich die Leitung, die Hochschulleitung als Strategie gibt, was sieht sie als ihre Kernaufgabe und damit eng verbunden natürlich verknüpft, welche Anreizsysteme gibt es eigentlich für die Angehörigen der Hochschulen, um in dem einen oder anderen Bereich zu reüssieren. Das nur mal an den Beginn gestellt, um zu erklären, warum wir letzten Endes auf so eine Fördermaßnahme wie die Innovative Hochschule gekommen sind. Die Innovative Hochschule selbst ist eine Bund-Länder-Initiative, ist aber auch eingebettet in die Hightech-Strategie. Die Hightech-Strategie, der Name ist schon mehrmals gefallen. Am Namen selbst merken Sie auch, wo das Ganze herkommt. Zur Entschuldigung muss man sagen, die Hightech-Strategie ist 10 Jahre alt. Das ist von Anfang an so als die ressortübergreifende Innovationsstrategie der Bundesregierung konzipiert gewesen. Und am Namen merken Sie, dass es natürlich schon ursprünglich eher um technologische Innovationen ging, eher die technologisch, naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaftsdisziplinen adressiert wurden. Das hat sich aber mittlerweile doch stark geändert. Die neue Hightech-Strategie aus dem Jahr 2014 definiert und legt diesen Innovationsbegriff viel weiter aus. Man hat aber noch diese Traditionslinie bewahren wollen und deswegen heißt es immer noch Hightech-Strategie. Was ist das Ziel? Das Ziel der Hightech-Strategie ist es, durch schnellere Transformation kreativer Ideen, Innovationen und Anwendungen Wachstum und Wohlstand zu stärken. Das ist erstmal das Ausgangsziel. Dazu nur ganz kurz ein paar Zahlen, was für Gelder dahinter eigentlich stecken. 83,9 Milliarden Euro haben Staat und Wirtschaft 2014 für Forschung und Entwicklung und eigentlich müsste man genauer sagen Forschung, Entwicklung und Innovation ausgegeben. So, wenn Sie hier mal die Kurven sehen, da sind wir in Deutschland gar nicht so schlecht. Wir haben dieses EU-Ziel von das 3% der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt erreicht werden, nahezu vollbracht. Die Koreaner sind deutlich besser, die skandinavischen Länder, Japan. Und ne, wenn man ein Ziel erreicht hat, dann ist es durchaus auch nachvollziehbar, dass man sich auch ehrgeizige Ziele für die Zukunft setzt. Das heißt, wir arbeiten auch daran. Die Hightech-Strategie selbst basiert auf 5 Säulen. Es geht viel um gesellschaftliche Herausforderungen. Ich habe jetzt eine, die uns hier besonders interessieren soll, hervorgehoben. Das ist diese Säule Vernetzung und Transfer. Für Sie vielleicht auch interessant ist noch diese 5. Säule Partizipation und Transparenz und dieses schon eben angesprochene Programm für Citizen Science. Das haben wir sozusagen unter diese Säule Partizipation und Transparenz gepackt. Aber das zu trennen ist natürlich immer schwieriger und das ist ja auch richtig so. Also wir sollen ja uns von dieser Versäulung lösen. So, hier noch einige Zitate aus der Hightech-Strategie, um Ihnen halt zu zeigen, dass wir schon seit 2014 ganz konkret diese Öffnung des Innovationsbegriffes anstreben. Also, da heißt es zum Beispiel, die Leistungskraft von Innovationsstandorten hängt ab von Teilung und Verbreitung von Wissen. Ich denke, da können wir alle mit zustimmen, aber auch von Kooperationen, Clustern und Netzwerken, in denen eine Vielzahl von Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten. Und wenn Sie sich erinnern an dieses erste Zitat vom Wissenschaftsrat, da ging es noch um Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also, wenn Sie jetzt neuere Papiere von der Expertenkommission Forschung und Innovation der EFI lesen, dann steht dort immer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch hier haben wir diese gesellschaftlichen Gruppen als gleichberechtigte Partner mit aufgenommen. Das heißt, für uns im Haus ist es mittlerweile auch selbstverständlich, dass wir, wenn wir über Innovationen reden, wenn wir über Kooperationen reden, dass wir hier gesellschaftliche Gruppen immer mitdenken. Und es wurde ja auch schon über das Hightech-Forum gesprochen, wo wir auch gesellschaftliche Akteure mit einbeziehen. Das ist ein Prozess, der ist auch nicht immer einfach. Wir suchen dort auch immer neue Ansprechpartner, die halt die vielfältigen Gruppen in der Zivilgesellschaft repräsentieren. Da muss man
fairerweise sagen, dass dort Industrieverbände beispielsweise, die haben da einfach eine längere Historie und das braucht Zeit, aber wir sind da dran und das ist ja auch ein Grund, warum ich heute hier bin und warum wir halt über solche Fördermaßnahmen nachdenken und nicht nur nachdenken, sondern sie auch schon aufs Gleis gesetzt haben. So, Bundesregierung wird aufbauen auf dem bislang erreichten die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft und Nutzern innovativer Produkte und Dienstleistungen mit neuen Methoden, Instrumenten und Werkzeugen frische Impulse geben und die Förderung künftig verstärkt auf gesellschaftliche Innovation und soziale Aspekte ausgehen. Und das wurde 2014 formuliert und die innovative Hochschule ist sozusagen eine Antwort auf diese Zielstellung bzw. diese Aufgabe. Wir wollen, oder die Bundesregierung will die Potenziale der Hochschulen für Kooperation mit Wirtschaft und Gesellschaft strategisch ausbauen. Das heißt, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Akzent, strategisch. Das heißt, es geht auch nicht mehr nur um Einzelprojekte, sondern wir wollen tatsächlich, dass das als Aufgabe, also Transfer in die Gesellschaft, mit der Gesellschaft, für die Gesellschaft, auch in den Hochschulen als strategische Aufgabe erkannt wird und verankert wird und natürlich auch gelebt wird. Und mit den Maßnahmen, die wir als BMBF auflegen, wird das auch immer mit adressiert, dass halt das auch eine institutionelle Wirkung haben soll. Und idealerweise top-down und bottom-up. Und ein Feld, das sich auch noch markiert hat, ist die gezielte Stärke von gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsfeldern, von Fachhochschulen und Unternehmen aus einer Region. Sie kennen eventuell das BMBF-Programm Forschung an Fachhochschulen mit der Förderlinie FH Impuls, die das adressiert. Aber auch die innovative Hochschule hat diese Stärkung, diese regionale Stärkung und auch den Fokus oder einen der Foki auf Fachhochschulen mit in der Zielstellung. So viel sozusagen zur Einleitung bzw. strategischen Einbettung der Fördermaßnahme Innovative Hochschule, damit Sie ungefähr wissen, wo wir herkommen, wo wir unsere Ideen herbekommen haben. Und das Ganze wurde in diesem Jahr, oder die Grundideen zwischen Bund und Ländern im Rahmen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz verhandelt. Das Ganze lief parallel zur Exzellenzstrategie und am 16. Juni bereits wurde dann die Förderinitiative Innovative Hochschule, die mit vollständigem Namen Initiative zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen heißt, also am 16. Juni von den Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossen. So. Seitdem gibt es die sogenannte Verwaltungsvereinbarung, die Sie bei uns auch im Internet beziehungsweise auf den Seiten der GWK abrufen können, wo schon relativ viel an Rahmen festgelegt ist. So. Und seit Ende Juli haben wir auch die konkrete Förderrichtlinie veröffentlicht, jetzt auch im Bundesanzeiger, wo letzten Endes die Zielstellungen und Förderinhalte aus der Verwaltungsvereinbarung konkretisiert wurden. So. Das heißt, seit Ende Juli können sich die Hochschulen auf die Initiativen vorbereiten und bis zum 28. Februar Anträge einreichen. Worum ging es oder geht es uns bei der innovativen Hochschule? So. Viel klang schon an, als ich allgemein darüber gesprochen habe, was so die Ziele der Hightech-Strategie sind. Wir verwenden inkonsequenterweise oder vielleicht auch konsequenterweise beide Begriffe. Wir sprechen nach wie vor von Transfer, weil es also viele Akteure aus den technischen Disziplinen, die können natürlich mit dem Begriff Technologietransfer sehr gut umgehen. Da gibt es ja schon in vielen Hochschulen auch professionalisierte Transferstrukturen. Die vergessen wir auch nicht. So, also die sind hier auch explizit mit adressiert. Was neu hinzukommt, also Wissenstransfer, es hieß immer Wissens- und Technologietransfer, also dass auch Wissen transferiert wird, außerhalb, was über Technologien hinausgeht, das hat man zwar immer schon so beschrieben,
Was das jetzt genau bedeuten sollte, hat man vielleicht noch nicht so ausdefiniert. Und es geht auch, und jetzt kommt noch dieser Begriff Ideen mit rein. So, wie kommen wir eigentlich zu diesem Begriff Ideen, Wissens- und Technologietransfer? Das eine ist diese historische Anknüpfung an Technologietransfer. Ich denke, das habe ich erklärt. Zum anderen verstehen wir den Transfer aber als rekursiven Prozess. So, dieses lineare Innovationsmodell, das ist sowieso, das war schon immer eine ganz grobe Vereinfachung, und je komplexer die Welt da draußen wird, desto weniger Gültigkeit hat dieses lineare Transfermodell. So, das heißt, es geht, wenn wir Transferförderung betreiben wollen, ja nicht nur darum, dass die Hochschule quasi als Dienstleister ihr Wissen den Partnern aus ihrer Umgebung oder aus Wirtschaft und Gesellschaft andienen, sondern es geht auch darum, dass sie selbst davon was hat, dass sie auch selbst etwas lernt. Und das können Ideen sein für spannende Fragestellungen, für spannende Herausforderungen, die aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Religion, je nachdem, wo die Hochschulen ihre Schwerpunkte haben. Das kann aber natürlich auch Wissen sein. Also auch in den technischen Disziplinen ist es durchaus günstig, wenn man in der Grundlagenforschung arbeitet, dass man schon mal gesehen hat, wie eine große Industrieanlage aussieht und funktioniert. Oder wie Chemikalien im Tonnenmaßstab hergestellt werden. Also, rekursiver Prozess ist hier gemeint. So. Dann der erste Punkt, strategische Verankerung der dritten Mission, das hatte ich schon gesagt. Die Frage ist, also wir diese dritte Mission, also Sie haben, Frau Giener, das als First Mission sozusagen bezeichnet. Es ist uns auch recht. Der Wissenschaftsrat hatte mal diese verschiedenen Leistungsdimensionen, daher kommt das zumindest im deutschen Raum, denke ich, definiert. Also Forschung, Lehre, Transfer kommt davor, Weiterbildung, Forschungsinfrastruktur und so weiter. Und ich denke, es ist unumstritten, dass so diese ersten beiden Missionen Forschung und Lehre zu den Hochschulen gehören. Und ich denke, sowohl Universitäten als auch Fachhochschulen. Und dann hat man eben noch die dritte Mission. So. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt auch an dritter Stelle oder ist das nebeneinander? Oder hier habe ich geschrieben, oft auf den Schultern. Da wird es langsam kompliziert und komplex, weil natürlich dieses versäulte Denken, das wollen wir auch eher auflösen. Daher finde ich dieses Bild von John Goddard auch besser, dass das halt Kreise sind, Engagement oder Third Mission, Forschung und Lehre, die natürlich immer miteinander wechseln so. Und auch nicht so abtrennbar sein sollen. So. Dann ist uns auch wichtig, dass wir mit der innovativen Hochschule, das ist hier der dritte Punkt, dass wir halt alle Wissenschaftsdisziplinen adressieren. So. Also es geht. Und das ist einfacher gesagt als getan. Klar, die Ingenieurwissenschaften und so weiter, die wissen, was Transfer ist. So, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, die sind zum Teil da auch beratend tätig. In Rechtswissenschaften habe ich mir sagen lassen, da passiert ganz viel Übernehmtätigkeit, die haben damit überhaupt kein Problem. In den Geisteswissenschaften ist das vielleicht anders. So, da gibt es vielleicht auch viele Missverständnisse, weil man mit dem Transferbegriff nichts anfangen kann, vielleicht auch nichts anfangen möchte. So. Aber wir laden, und das ist, Herr Mayer-Gugel hat das ja gesagt, das ist extra money. So. Also wir laden wirklich alle ein, alle Wissenschaftsdisziplinen, egal ob das Grundlagenforschung oder angewandte Forschung oder wo auch immer sie sich verorten, hier mal darüber nachzudenken. Sie müssen sie nicht alle bei der Innovativen Hochschule bewerben, aber generell, ob sie was mit Innovation und mit Transfer anfangen können, ob sie sich in ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung entsprechend einbringen können, ohne dass das gleich negative Auswirkungen hat auf die Qualität ihrer Grundlagenforschung. Weil das, wie gesagt, das ist ein rekursiver Prozess und sie können selbst daraus auch was lernen. So. Und ein vierter Aspekt, der hier auch zur Zielstellung der Innovativen Hochschule gehört, ist das regionale Innovationssystem. So, und diesen Fokus, diesen Schwerpunkt haben wir auch bewusst gesetzt, dass der Rahmen schon sein muss, dass die Hochschule, wenn sie gefördert werden möchte unter der innovativen Hochschule,
dass sie das regionale Innovationssystem stärkt. Das heißt, auch hier Innovationssystem im weitesten Sinne. Also das muss jetzt nicht, da muss nicht am Ende das Produkt stehen oder die Dienstleistung, die kommerziell verwertet werden kann, sondern da können auch genauso soziale Anwendungen stehen. Da kann die Pflegeeinrichtung, das Flüchtlingsheim, die Kommune, in welcher Form auch immer, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft hineinwirken können. Das ist jetzt relativ schwammig und wir sind da auch nicht sehr, sehr scharf in den Begrifflichkeiten. Und wie gesagt, ich denke, wir bieten das an. Man guckt sich die Projekte, schaut sich die Projekte an, man fördert die Projekte. Und dann und daraus in dem Rückkopplungsprozess ergibt sich dann auch eine gewisse Schärfung, was wir eigentlich noch unter Innovation meinen. Aber es ist wirklich so offen gemeint, wie es hier beschrieben ist. Und es soll sich auch keiner abgestoßen fühlen durch diesen Begriff der Innovation. So. Vieles davon habe ich schon gesagt, also Stärkung der strategischen Rolle der Hochschulen im regionalen Innovationssystem. Das ist eben auch wichtig, dass sich die Hochschule selbst auch als Faktor für die Region sehen. Also John Goddard sprach vom Reconnecting zu University with its City. Weil ich glaube, wenn man in die Historie schaut, was für eine Rolle Universitäten früher spielten für die Stadt, für die Region, lassen wir da vielleicht noch ein Stück weiter warten. Nun sind das jetzt andere Umstände. Wir haben heute die Volluniversitäten oder in Anführungsstrichen Massenuniversitäten. Da sind noch ganz andere neue Aufgaben hinzugekommen. Aber dass sich die Hochschulen auch selbstbewusst als Teil der Gesellschaft sehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und sie sollen das eben auch als Möglichkeit sehen, also Transfer, dritte Mission, sich selbst zu profilieren, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu geben und zu sagen, so, das können wir, also wir schreiben Transfer ganz groß auf unsere Fahnen. Und ich glaube, ich habe auch schon viele Impulse und so weiter hier gehört, dass wir da, glaube ich, schon ein ziemliches Stück auf dem Weg sind. Und dann kommt immer die Frage, ja, Profilierung von Hochschulen insgesamt, und wenn man dann so große Hochschulen hat, wie soll das funktionieren? Jeder Fachbereich soll jetzt sagen, wir sind stark im Transfer. Naja, also so ist es natürlich auch nicht gemeint, sondern also in der konkreten Förderung können wir sowieso nicht alle Fachbereiche auf einmal fördern, das ist klar, da geht es darum, dass man sich fokussiert. Aber natürlich muss eine Hochschule auch selber sehen, wenn es sich eine Transferstrategie gibt, auf welche Fachbereiche trifft es eher zu und zum Teil müssen die auch unterschiedlich angesprochen werden. Also das sollte man auch nicht zu eng sehen. Und zum Transfer gehört auch ganz klar immer der Auf- und Ausbau von Kooperationen. So, also Transfer, ohne dass man mit Partnern außerhalb der Hochschule spricht und mit denen auch kooperiert, ist, denke ich, wäre sehr seltsam. So. Und hier geht es um die Kooperation von Hochschulen mit Wirtschaft und Gesellschaft. Sie können das auch lesen als Und-Oder-Gesellschaft. Das ist, also Wirtschaft ist eh Teil der Gesellschaft, aber ich glaube, Sie wissen, was als Abgrenzung gemeint ist. Und wichtig ist halt, dass das auch keine Priorisierung gibt. Wirtschaftliche Partner sind unwichtiger als gesellschaftliche Partner. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Und ich will auch nochmal hinweisen auf diesen letzten Punkt. Also steht in verbündeten Netzwerken und innovativen Formen. Und wenn Sie über eine Antragstellung bei der innovativen Hochschule nachdenken, kann ich Sie wirklich nur ermutigen, auch über diese innovativen Formen nachzudenken. Weil diese Erwartungshaltung ist nicht, dass man das vorgeschlagen bekommt, was man schon kennt, sondern das soll auch tatsächlich neue Modelle der Kooperation entstehen, idealerweise, die dann wiederum ausprobiert werden und dann als Vorbild für andere Vorhaben gelten. Also da kann man nur sagen, seien Sie mutig, auch wenn man natürlich nicht in die Köpfe des Auswahlgremiums schauen kann, ob Sie das denn tatsächlich gut finden oder nicht. Aber das ist zumindest schon eines unserer Ziele. Noch ein paar Worte, wen eigentlich diese Initiative adressiert. Also es sind, ich habe genau noch 3 Minuten. Also vieles, was jetzt kommt, und ich kann das ja auch relativ abkürzen, finden Sie auch im Internet. Also gerade dieser Teil des Vortrags ist auch auf der Seite www.innovativehochschule.de.
also dieser Foliensatz, zumindest der letzte Teil, abgelegt. Und man kann natürlich auch immer noch darauf hinweisen, wenn Sie sich für eine Antragstellung interessieren, kontaktieren Sie unseren Projektträger. So. Also je konkreter Sie sind mit Ihren Vorstellungen, desto wichtiger ist das, schlagen Sie ihm die konkreten Projektideen vor und er wird Ihnen sagen, ist das passfähig oder müssen ja noch ein paar Randbedingungen berücksichtigen, wie Beihilferecht beispielsweise, wie könnte man es vielleicht alternativ machen, wenn das eher risikobehaftet ist. Aber wichtig ist, und das wissen ja eigentlich alle antragsberechtigt sind staatliche Hochschulen und staatlich anerkannte Hochschulen, wenn sie staatlich refinanziert sind. Wenn Sie da Fragen haben, da sind die Länder Ihre Ansprechpartner, ob sie staatlich refinanziert sind. Aber ich glaube, hier ist das relativ klar. Und es sind natürlich auch Hochschulverbünde antragsfähig, antragsberechtigt, wenn eine Koordinatorin benannt ist. Also Sie wissen, Partner können auch eingebunden werden und sie können auch 30% der Gesamtmittel bekommen. Ne, und es ist auch durchaus gewünscht, dass die verschiedenen Partner eingebunden werden. Wie gesagt, wenn wir über die Kooperation reden, dann gehören die Partner auch dazu. Also diese Liste hier im Übrigen ist abschließend, aber wenn Sie Partner haben, die jetzt keine Förderung beantragen, spricht wenig dagegen, die trotzdem einzubinden. So, also wie zum Beispiel Kommunen, Körperschaften öffentlichen Rechts, die keine Förderung bekommen können, aber es ist natürlich sehr begrüßenswert, wenn Sie dort die mit ins Boot holen können. Räumliche Nähe ist wichtig, das definieren wir hier nicht näher, aber so viele wissenschaftliche Studien aus der Clusterförderung insbesondere sagen, dass wenn der Partner halt wirklich um die Ecke arbeitet, man dem regelmäßig über den Weg läuft, dass dann gerade die Übertragung des impliziten Wissens einfach viel effektiver läuft. Die restlichen Punkte, denke ich, kann ich überspringen. Was kann gefördert werden? Das ist vielleicht nochmal ein letzter ganz wichtiger Punkt, weil wir hier eigentlich keine Vorgaben machen, so, oder fast keine Vorgaben machen, außer dass also Bauinvestitionen und so weiter fördern wir nicht. Aber es ist da ganz viel möglich. Dennoch kommen natürlich auch immer Fragen und wir haben versucht, das ein bisschen einzuordnen. Strategische, strukturelle Maßnahmen, Umsetzungsprojekte müssen auch nicht aus jedem Themenfeld eins nehmen. Also es ist einfach nur so eine Art Richtschnur. Aber das ist alles nicht abschließend und Sie können da wirklich mal richtig kreativ sein, weil Sie wissen viel besser, was Förderwünschen für Sie bedeutet. Die Mittel und so weiter, ich denke, das ist alles bekannt oder nachlesbar. Und auch der Auswahlprozess, also wir haben dort ein Auswahlgremium berufen oder sind dabei aus 12 Expertinnen und Experten, die auch wirklich die Bereiche Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft abdecken und vom Wissenschaftsrat und vom Stifterverband vorgeschlagen wurden. Ganz wichtig sind die Förderkriterien, die Sie in der Förderrichtlinie nochmal nachschauen können. Das ist das Maßgebliche für das Auswahlgremium. Also da steht halt sowas, Qualität und Kohärenz der Transferstrategie, was bewertet wird, Mehrwert oder zu erwarten profilbildende Wirkung der Form auf die Hochschulen. Da kann ich Ihnen den Tipp geben, dass Sie das sehr, sehr wichtig nehmen, diese Kriterien, und überlegen, inwieweit reflektiert das Ihr konkreter Antrag. Das ist der Zeitplan, 28. Februar, über Ihre Wissenschaftsbehörde. Das jeweilige Sitzland, das müssen Sie beachten, müssen Sie vorher absprechen, damit ich auch nochmal einen Blick drauf werfen kann, sodass der Antrag wirklich am 28. Februar beim Projektträger ist. Wir haben dort eine kleine Erleichterung vorgenommen, aber auch, dass es auch okay ist, wenn die Wissenschaftsbehörde uns das bei dem Projekt per E-Mail schickt. Da haben Sie vielleicht noch ein, zwei Tage gewonnen, aber kontaktieren Sie mich, wenn ich es noch nicht gemacht habe, mit Ihrer Wissenschaftsbehörde, diese länderinternen Deadlines. Und die Auswahl ist dann für Sommer nächsten Jahres geplant. Dann wird bewilligt, sodass Sie dann im Falle der Auswahl ab Januar 2018 Fördermittel bekommen für 5 Jahre. Und nach 5 Jahren wird es eine zweite Auswahlrunde geben, sodass theoretisch eine Förderung von 10 Jahren möglich ist. So, und mit der letzten Folie. Was ist jetzt zurück?